Leute, was geht? Ich bin wieder heute richtig gehypt. Solo Cash Cup Finals laufen heißt, die 100 besten Spieler aus Europa treten in Solo gegeneinander um richtig viel Geld an. Falls ihr gehypt seid, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um diese Art von Videos nicht zu verpassen und tragt den Creator Code VVS im Item Shop ein. Und wenn ihr diese drei Sachen gemacht habt, dann nehmt ihr automatisch beim PS5 Gewinnspiel teil. Okay, Freunde, wir schauen jetzt Reason A, ungefähr dem Favorit von diesem Turnier zu und einer der besten Spieler in Germany, müsste eigentlich jeder von euch kennt, der sich mit Competitive, auch wenn nicht, beschäftigt. Der Bre holt jetzt hier seinen ersten Kill. Endzone. Fast 50 Leute immer noch am Leben, Alter. Also ich glaube, dass das mit am meisten Bock macht, aber auch extrem verschwitzt ist. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit den Lobbys gestern beim Solo Cash Cup bei den Opens, wo ich ja auch selber mitgespielt habe, so, da waren ja bei der Zone teilweise noch 20 Leute maximal, 30 Leute, wenn es extrem stacked war. So, aber die 50 besten Spieler jetzt hier aus ganz Europa, die sich qualifiziert haben, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Deswegen bin ich gespannt, was der Bre hier in der ersten Runde reißen kann. Er hat gut Mats, er hat die Spider-Man-Hände, er hat Green Life, er hat zwei Minis noch auf Tasche, das ist sehr, sehr wichtig. 6 Stück werden natürlich besser. Er hat eine goldene MP, die halt ungefähr die beste Waffe im Spiel ist. Sobald die MPs genervt werden, so, und die Shotguns bzw. Tacticals bisschen gebufft werden, dann wird eine mythische MP reinkommen und die wird so gut sein, wie die goldene jetzt ist. Also heißt, er hat gerade die mythische MP aus der Zukunft. Okay, er muss jetzt rotaten. Bin ich gespannt, wie er das macht. Okay, er ist noch nicht ganz in der Zone. Ja, Junge. Krass. Dritter Kill. Ey, das sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also mit der goldenen MP kann er hier so viel noch rausholen. Er hat keine Minis mehr. Aber er holt seinen vierten Kill. Er hat nur noch Holz und ein bisschen Metal. Er braucht jetzt ganz dringend einen Refresh. 25 Builds noch. Zone geht zurück. Ja, den muss er holen. Und er will ihn auch. Schade. Er verteilt halt wirklich richtig viele Hits. Diese Lags, Alter, die sind schon seit World Cup im Wiederholungsmodus. Rudi, die kann man doch mal fixen. Oh nein. Jetzt wurde er dick gelasert. Da kann sich Minis geben, holt den fünften Kill. Bruder, das war lucky. Ey, dieses Spray rettet ihn, glaube ich, so sehr. Ich muss dieses Spray öfters im Endgame mitnehmen. Teilweise Spray ist besser als Splashies. Weil, gehen wir mal davon aus, du nimmst 6 Splashies mit. Dann bist du bei 120 HP. Und bei diesem Spray hast du ja 150. Und das kannst du dir so dauerhaft, während du in die Zone läufst, geben. Also theoretisch wäre es schlauer, das Spray eigentlich mitzunehmen. Muss ich mal die nächsten Cups versuchen. Aber Splashies wirfst du halt kurz zweimal und du hast direkt 40 plus HP. Bei dem geht das nicht so schnell. Aber Vorteil bei dem Spray ist halt, du kannst es im Laufen benutzen. Okay, 5 Kills, Top 10 Situation. Sehr nice. 6. Kill. Nein. Er hat nur noch 11 Builds. Der könnte jetzt richtig kritisch werden. Top 3. Oh mein Gott. Kann gut sein, dass das holt. Schön. 7 Builds noch. So schlau. Ah, er stirbt an der Zone. Oh, doch nicht. Aber ich glaube, er wird an der Zone sterben. Ja, kannst du nichts machen. Tini. Was? 9 Kills? Bruder. Er hat diese Lobby auseinandergenommen.
Ich dachte so, Reason, ey, der wird komplett rasieren. Schauen wir ihm zu in der ersten Runde. Bruder, dem müssen wir uns unbedingt nächste Runde geben. Krass. Krass. 10 Killwin in so einer Lobby ist schon eine Ansage. Er ist auf dem ersten Platz. Ich denke, Reason A auf dem zweiten nach der ersten Runde. Wir sehen uns direkt in der zweiten Runde. War richtig krass, Mann. Okay, Freunde, wir schauen dem Gewinner von letzter Runde zu. Er hat einfach schon wieder 3 Kills. Ist big chillin. Hat wahrscheinlich einen Lama gefunden. Oder, was ich vielleicht behaupten würde, er landet beim Lama-Spot. Weil falls das der Fall ist, dann habe ich meinen neuen Drop-Spot. Ich muss mir auf jeden Fall reinziehen, wo er landet. So und wie er spielt. Weil Bruder, 10 Kills win gegen die besten Spieler Europas. Entweder es ist der Tag seiner Tage. Entweder er hat irgendetwas aktiviert. Oder er ist halt einfach nur der Beste. So. Aber er hat jetzt schon wieder 4 Kills. Das ist geisteskrank. Nur Rally spielt auf jeden Fall auch mit, ist mir gerade oben links im Killfeed aufgefallen. 28 Leute noch am Leben. Bei der Zone ist halt schon wieder geisteskrank. Ich werde heute wieder so Solo Customs suchten. Ich muss mich ehrlich verbessern. Und er verschwendet auch keine Mats. Das muss, Leute, das ist das größte Problem bei mir. Ich verschwende so viele Mats. Einfach 4 Mats immer für eine Box. 2 Cones und zack, links, rechts eine Wand. Perfekt. Und halt vor dir noch eine Wand. Lul. Fünfter Kill schon wieder. Ey, wenn der die Runde wieder gewinnt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann verstehe ich wirklich gar nichts mehr, weil ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Freunde. Lässt er die Handschuhe liegen? Ja, er lässt die Handschuhe liegen. Weise Entscheidung aber, weil jetzt... Brauchst du die Handschuhe eigentlich nicht mehr? Bruder, er holt die Gegner weg, als wären das Bots. Oder er nimmt die Handschuhe doch mit, aber er lässt die Splashies liegen. Ganz, ganz knappe Geschichte. 7. Kill schon wieder. Digga, was macht er mit denen? Jetzt ist er aber low. Er muss aufpassen. Ich versteh's nicht. Wieso ist er so heftig? So, hat das wirklich dann mit Skill zu tun oder hat er einfach Glück gehabt in der Runde? So, wenn er das jetzt überlebt, dann ist er wirklich der Beste. Er hat aber auch Glück. Die Zone geht zurück. Bruder, das ist jetzt dieses Glück, von dem ich spreche. Und er weiß halt auch... Nein, das ist 1 HP. Niemals überlebt er das. Digga, was? Das sind Splashies, aber er ist, glaube ich, zu aufgeregt, um die Splashies mitzunehmen. Digga, was? Top 9 Situation. Er hat 35 HP. Digga, was? Der Bray ist nicht tot zu bekommen. Das kannst du niemandem erzählen. WTF, Alter. Krass, er hatte 1 HP. 7 Kills schon wieder. Das ist zu heftig. Ja, Digga, er killt einfach die besten Spieler Europas, als ob es nichts wäre, Junge. Er ist der Heftigste. WTF, er hat schon wieder 8 Kills und Top 5. Ja, ja, wahrscheinlich. Bro, was macht er mit den Gegnern? Wow. Aber das war's jetzt, oder? So, letzter Gegner. Das kann er nicht überleben mit 25 HP. Das wird er niemals überleben. 30 HP. Also wenn er das macht, fettestes GG. Wie dumm vom Gegner, er droppt einfach auf ihn. Okay, ich glaube, er wusste halt nicht, dass er nur 30 HP hat. Aber er holt halt einfach wieder ein 12 Kills Win. 104 Punkte nach 2 Runden. Er ist fix jetzt erster. Der zweite Platz hat safe maximal 50 Punkte. Ja, also das ist geisteskrank. Wow. Er hat einfach doppelt so viele Punkte wie der zweite Platz. Bruder,
ich verstehe es nicht. Reason A, so in seiner zweiten Runde, denke ich mal auch einigermaßen. Nee, er ist sogar als 88. ohne Kills gestorben. Krass, wir sehen uns direkt in der dritten Runde, Freunde. Okay, Leute, dritte Runde. Teeny, 117 Punkte, 4 Kills schon wieder im Endgame. Er hat Highground gerade aufgegeben, ist ihm aber egal. 30 Leute noch alive. Ja, 5. Kill. Er ist der Beste. So, Junge, wie kann man so krass sein? Ich verstehe es nicht. Es ist die dritte Runde. Und wenn er 3 Runden hintereinander mit 10 Kills gewinnt, ich will nicht sagen, dass er hackt. Er scheint auch nicht. Also, er sieht nicht so aus, als ob er hacken würde. Er ist wahrscheinlich Controller-Player. Wenn, hat er dieses Zen drin, wo man mehr Auto-Aim hat. Aber er hat krasse Mechanics. Er hat krasses Knowledge. Und ich glaube einfach, wenn er wirklich nicht hackt, so, dann ist es einfach wirklich so der Tag seiner Tage, die beste Leistung, die er jemals in Fortnite abgeliefert hat. Digga, er spielt mit den Gegnern, als ob das Kinder wären. Er spielt mit den Gegnern, als ob das einfach Kinder wären. Bei Gott sogar. So, jetzt wieder nur noch 13 Leute live und es sieht stark danach aus, als ob er es wiederholen wird. Er hat aber nur noch 3 Builds. Jetzt ist die Frage, was er machen wird. Jetzt. Ja! Easy Refresh. 17 Builds wieder. Ja! Digga, er ist der heftigste Jenner. Glaub mir, du hast noch nie so einen krassen Solo-Player gesehen. FNCS, er wird genauso spielen. Er wird alles hochnehmen. Digga, aber ich gönn's ihm richtig. Also falls er wirklich nicht hackt, ich gönn's ihm so von Herzen. Weil jetzt, Bruder, alle Orgas werden ihn anfragen, etc. So, das ist so sein Start so in Fortnite eSports. Weil was der Bre hier macht, geisteskrank. Und wenn er die nächsten Cups genauso abliefert, bei Gott sei ihm vom ganzen Herzen gegönnt, Mann. 8. Kill schon wieder. 5 Leute noch alive. Es kann nicht sein, wenn er 3 Runden hintereinander gewinnt, bei Gott sogar. Wow. Ich weiß nicht, wo er kommt, aus welchem Land er ist. Falls ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie sein YouTube-Kanal heißt. Natürlich, Top 3. Er hat wieder 9 Kills. Was? Bruder, er hat ihm nur einen 23er-Hit gegeben, obwohl er full drauf war. Kami, der Pole, holt ihn mit 7 Kills. Crazy. Ja, also, er ist meilenweit vorne auf dem ersten Platz. Ich glaube, so etwas hat es noch nie beim Solo Cash Cup gegeben. Hätte er die Runde wieder gewonnen, dann hätte er sich absolut. Er hat jetzt schon, Bruder, aber hätte er die Runde gewonnen, dann absoluten Legendenstatus. Aber jetzt schon, Bruder, er hat alles aus. Er könnte jetzt aufhören zu spielen. Er könnte jetzt so gut wie aufhören zu spielen. Er ist jetzt schon Erster. Wenn er nicht Erster ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Kabi auf dem Zweiten. Digga, die anderen sehen alle aus wie Kinder. Wo ist eigentlich Noah Rayleigh? Hier, Noah Rayleigh auf dem 20. Platz. Da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Bin ich euch ehrlich. Aber er hatte, glaube ich, wahrscheinlich Pech. Er hat gut Kills gemacht im dritten Match. Im vierten Match ist er als 87. gestorben. Kleiner Spoiler. Tut weh. Aber ey, ihr wisst, wem wir im vierten Match zuschauen werden. Und ich bin auch mal gespannt, so was er jetzt in dem Match machen wird. Okay, Freunde. 4. Runde. Einfach Teeny ist down. Er ist weg. Er ist einfach an der Third Party gestorben. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen aufgeregt ist, weil wirklich jeder auf ihn schaut. Oder er denkt sich so, Bruder, ich habe hier 3 Games gewonnen. Ich muss jetzt die letzten Matches einmal noch gut Platzierung holen. Ich spiele einfach safe. Aber dieses Safe-Spielen, so, weißt du, davor war er so confident. Ich weiß nicht, aber wenn nichts schief läuft oder er nicht gebannt wird, weil er am Ende doch hackt, so, dann hat er auf jeden Fall so dieses Preisgeld hier für den ersten Platz gewonnen. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall Fury zu. Er hat gerade die meisten Kills in der Lobby, deswegen habe ich mich für ihn entschieden. 5 Kills, 50 Builds noch. 19 Leute noch am Leben. Er hat sehr, sehr geilen Loot. Ja, vielleicht anstatt Biggies so Fische oder Splashies wären besser. Aber Biggies sind eigentlich auch ganz gut. Der ist, glaube ich, aber kein Controller-Spieler. Ich sag, der ist Maus und Keyboard zu 100%. Aber dass dieser Teeny Controller-Spieler ist, also ich habe nachgeschaut, er ist zu 100% Controller-Spieler, so macht mir ein bisschen Angst.
Weil es kann gut sein, dass er Zen benutzt. Und ihr wisst ja alle, was Zen mittlerweile ist. Ja, jetzt muss er die Biggies eigentlich liegen lassen für die Fische. Ja. Spider-Man-Hände lässt er auch liegen. Sehr, sehr weise Entscheidung. Frage ist, ob er versucht, nochmal hoch in den Highground zu gehen. Aber ich glaube, er bleibt im Lowground. 11 Leute noch. Stark. Schön geboxt. Beziehungsweise peace-controlled. Gegner kann aber abhauen. Nice. 6 Kills jetzt schon. 7. Big Boy Shrek. Big Boy. Ich korrigiere 8. 3 Leute noch am Leben. One v one. High Joe ist im High Ground. Er macht aber gut. Macht er sehr gut dafür, dass er im Low Ground ist. Hat auch das nötige Green Life. Ah, kurzer Head Choke. Zum Glück keinen fetten Hit kassiert. Er kann das wirklich gewinnen. Er baut auch sehr gut hoch. Okay, okay. Wieder ein Low-Hit. Schön. Jetzt ist er vom Low-Ground in den High-Ground. Ey, er hat das sehr krass gespielt. Dafür, dass er im Low-Ground war. Der Gegner hätte ihn einfach, also er hätte ihn natürlich einfach nur zugebaut, aber er hat sich einfach hinten hochgebaut. Richtig krass gespielt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der 5. Runde. Okay, Hermanos, nächstes Endgame, vorletzte Runde. Wir schauen Reason, ey, der schon 4 Kills hat zu. Ich will ja nicht spoilern, aber der gute Teenie ist wieder tot. Oh, ich dachte schon, er wird jetzt sterben. Ich mache das immer so, dass ich demjenigen, der die meisten Kills hat, zu dem Zeitpunkt zuschaue. In dem Fall ist es jetzt hier Reason, ey. Mal schauen, was er die Runde noch reißen kann. Hoffentlich nimmt er für das eine Splashy die Chili Splashies mit. Wieso hat er die nicht mitgenommen? Storm Search ist auf jeden Fall an. 35 Leute noch am Leben. Kann eine richtig gute Runde für den Bree werden. Kann eine sehr, sehr gute Runde werden. Und er hat die goldene MP. Mit der goldenen MP kann er sehr, sehr viel anstellen. Hat er, glaube ich, schon in der ersten Runde. Er spielt auf jeden Fall auch den Reason A Main Skin, den ich öfters in Fortnite sehe als meine Mutter in Real Life. Junge, also dieser Skin, er ist eigentlich so geil, aber er ist durch diese ganzen Reason A Fanboys ausgelutscht. Leider. Okay, jetzt hat er auch keine Splashies mehr. Aber er hat noch genug Builds. Lol, ihm geht's gar nicht gut. Er macht gerade ein bisschen Breakdance in der Cone. Okay, jetzt geht's wieder. Er ist auf jeden Fall im Highground. Schöner Laser. ...21 Leute noch alive. Jetzt kommen die Big Points. Also wenn er die Runde mindestens unter Top 3 kommt, dann ist er auch auf dem Leaderboard unter der Top 3, sage ich. Er war einfach unsichtbar, der unter ihm. Ah, er hätte noch weiter schwingen können mit den Spider-Man-Händen. Ich glaube, er hat nicht so oft die Spider-Man-Hände benutzt, wenn er Custom gespielt hat und so. Schön vom Highground runtergeschossen, schön gelasert. Und jetzt hat der Highground so stark gemacht. Wow, echt krank.
Richtig, richtig schön gemacht von ihm. Der ist jetzt low, den muss er eigentlich holen. Ja. Mappy down. Sechs Kills schon. Acht Leute. Das könnte der Win für ihn werden. Siebter Kill. Er holt es. Irgendwie immer derjenige, der die meisten Kills zu dem Zeitpunkt hatte in der Lobby, kommt auch immer irgendwie Top 5, ist mir aufgefallen gerade. Und bisher, bis auf das eine Mal, hat eigentlich immer Highground gewonnen. Wobei, Tini war auch einmal im Lowground und hat dann gewonnen. Ja, easy win. Oh, was, Junge? Es ist noch richtig spannend geworden. Okay, damit müsste Reason jetzt eigentlich unter der Top 3 sein. Stabiler Win. Jetzt kommt die letzte und alles entscheidende und spannendste Runde. Und danach schauen wir, wer diesen Cup gewonnen hat. Okay, Freunde, letzte Runde. Wir schauen Reason A zu. Das ist der einzige Spieler, der jetzt den ersten Platz, also Tini, einholen kann. Ich bin wirklich gespannt, was er machen wird. Er hat noch keinen Kill, aber er hat Chilis, Splashies, Minis. Er hat eine AR nur mit 16 Schuss, aber er holt sich den wichtigen Refresh. Oh mein Gott, jetzt hat er auch Metz. Ich weiß nicht, wie viel er davor hatte. Schlechter Caster, ich habe nicht drauf geachtet. Nein. Aber auf jeden Fall 32 Leute noch am Leben. Er muss ein mindestens 8 oder 10, ungefähr, ein, ich glaube ein 10-Kill-Win droppen. Und hier, sag schon, Tini muss auf jeden Fall early sterben, aber ich glaube, Tini ist nicht mal mehr am Leben. Er war die ersten drei Runden Gott und danach, keine Ahnung, zu viel Druck gewesen oder ich weiß auch nicht, was da war. Aber auf jeden Fall, oder vielleicht hat er irgendwie Hex ausgemacht, das nicht so auffällig ist. I don't know. Auf jeden Fall, ja. Schön. Digga, hat richtig schön gebaut. 26 Leute noch am Leben. 2 Kills. Das kann jetzt was werden. Er muss halt noch mindestens 7, 8 Leute holen. Weil jeder Kill gibt 2 Punkte. Plus Win, 30 Punkte. Der erste hat gerade irgendwas mit 150, fast 160. Er hat knapp was mit 105 Punkten. Jetzt wahrscheinlich so 115. Deswegen, jeder Kill ist so verdammt wichtig. Den muss er jetzt bekommen. Ja, ich weiß nicht. Die Leute sterben immer mehr. Und er macht keine Kills. Das ist sehr schade. An seiner Stelle, ich wäre all in gegangen. Natürlich, die ganzen Platzierungspunkte und so, dass er zweiter Platz wird. Das ist auch wichtig. Oh komm, den muss er... Oh, er hat ihn nicht mal bekommen. Ja, unlucky. Sehr unlucky. Top 15 Situation. Er hat gleich auch keine Mats mehr. 6 Builds noch. 4. 3, 2... Sieht schlecht aus. Wichtiger Kill. Ah, 8 HP. Ah. Ah. Das ist sehr... Wieso macht der Take-Tail? WTF? Cringe. My Hooker. 2 Kills. Hijo ist noch am Leben. Das ist ein deutscher Spieler, der auch ganz weit oben mit dabei ist. Der Bree ist auch gleich dead. Ich glaube, der wird an der Zone sterben. Nein, er wurde gekillt von Lotix. Kenn ich den? Nein. Kennt ihr ihn? Ich denke mal auch nicht. Hijo? Stark. 3 Leute noch alive. Hijo hat gerade seinen ersten Kill gemacht. Ah, er hätte vielleicht links eine Wand bauen sollen. Aber anstattdessen ergibt sich lieber Minis. Das war, glaube ich, ein bisschen dumm, sich die Minis zu geben. Ja, eine falsche Entscheidung. Du bist dead. So schnell kann es gehen. Ah, choked er? Er hat's gechoked.
Okay, letzte Runde wird von Nova Master 61 geholt. GG's. Wir gehen direkt rein in die Standings. Leute, falls es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst wie gesagt ein Abo da, lasst ein Like da, tragt meinen Creator Code VVS ein, um mich zu unterstützen. Wir schauen jetzt aber, meine lieben Damen und Herren, wir schauen jetzt an, wer Erster geworden ist. Ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen. Ich natürlich auch. Ja, Tini, aka der, ich weiß nicht, ob er Zen used. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, beziehungsweise was ihr denkt. Aber schauen wir es uns mal an. Hier jetzt Platz 26 mit 2 Kills, aber die ersten 3 Runden legendär gespielt. Zweiter Platz Reason, zu Recht. Dritter Platz Fury. Vierter Platz Hijo. Also krass, 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 krass. Ich frage mich, wo Noah Rayleigh ist. Noah Rayleigh, Khan sogar. Der wohnt einfach auch in Berlin. Nice, Mann. Auf Platz 27 hat auch ein bisschen Earnings, glaube ich, mitgenommen. Ich glaube, Top 55 sind Earnings. Wo ist eigentlich Noah Rayleigh? Hier. Ich glaube, er hat ganz knapp Earnings mitgenommen. Wir schauen mal, was man für Earnings bekommt. Okay, erster Platz bekommt ein Taui, zweiter 900. Khan hat $400 mitgenommen, stark. Noah Rayleigh, ich weiß nicht, ob er Top 45 war, $200 oder $300. Auf jeden Fall richtig geil, macht immer wieder richtig Bock, hier zuzuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos. Ihr seid die Besten und tschüss.